Ja, ich bin noch nicht lange hier. Meine Freunde rückt sich etwas auf der Straße rum. Versuchen mir beizubringen, wie die Menschen ihre Rituale abhalten, aber ich verstehe den Zweck dahinter immer noch nicht so wirklich. Es gibt keinen Zweck. Den Zweck solltet ihr gleich vergessen. Warum tun sie es dann? Sie hören die Lieder nicht. Hört ihr die Lieder noch? Aber natürlich, dass sie gewissermaßen taub sind, ist nun auch nichts Neues, aber ich verstehe es nicht. Irgendeiner inneren Harmonie müssen sie doch folgen. Fangt einfach an zu summen. Versucht dieses Lied der Sippe zu ignorieren und verschiebt es in einen anderen Teil eures Kopfes, mein Freund. Dann könnt ihr auch die Sinneseindrücke hier, das Hämmern der Schmiede von den Zwergen, könnt ihr viel klarer wahrnehmen. Ja, ist das nicht fantastisch? Könnt ihr es riechen? Schnuppert doch einmal in den Wind. Diese ganzen Garküchen, der Wein. Soll ich euch ein besonderes Geheimnis verraten, wie ihr mit dem Wein harmoniert? Aber bitte doch. Ja, mir scheint auch dieses Bier nicht zu bekommen, von dem Boltax immer spricht. Hier ist gar köstlich, mein Genau, Freund. der Mann hat Ahnung. Lasst euch von dem helfen. Das wird euch sicherlich gut tun. Alkohol ist sicherlich giftig, das wissen wir alle, aber ihr könnt das Gift neutralisieren. Bebt einfach den Zauber zum Neutralisieren von Giften und dann trinkt ihr den Wein. Es ist ein, als ob ihr Trauben von einem Wein, von einem Weinstock pflückt. Aber warum soll ich meinen Mandra weben, wenn ich doch einfach Wasser trinken kann? Wir Aber sind doch Wasser hat nicht doch in der keinen Öde. Geschmack. Wir sind doch nicht in der Öde. Nein, nein, aber genießt doch das Leben, mein Freund. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, dich dafür aus meinem Sippenlied zu entfernen. Was sollen Sie da von Och, mir das denken, ist wenn ich es. zurückkehre? Och. Doch, 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 das ist auf jeden Fall wert. Ihr seid uns immer willkommen. Wir haben zwar noch einige Bäume, die hier südlich vom Arenaviertel stehen, aber wenn ihr von ihnen aus dem. Wo kommt ihr her? Aus dem Reichsforst? Ja. Ihr von dort verstoßen werdet, hier findet ihr immer eine Bleibe. Unsere Türen stehen immer offen für euch. Wenn es am Ende meiner Reise wirklich so sein sollte, wenn Ihr ich. könntet Bogenbauer werden. Oder ihr Ich. könntet Aber warum bauen die Menschen sich Seeleninstrumente ihre. schnitzen. Warum bauen sich die Menschen ihre Bögen und Instrumente nicht selbst? Weil sie sie nicht wachsen lassen können. Also sie sind sehr ungeschickt, die Menschen. Also wirklich miserable Handwerker. Das muss man schon mal so Ich wollte gerade sagen. sagen, habt ihr mal ihre Kunstwerke gesehen? Diese Ja, kleinen Holzpüppchen, ihre Handwerkskunst die ist. hier verkauft werden, sind gar gräuslich. Ich ziehe meine raus. Ihre Handwerkskunst ist interessant, findest du nicht? Ja schon, Sieh mal, wie aber gar geradlinig sie gräuslich. geschnitzt sind. Sie sind auch nicht gewachsen. Und natürlich nicht, aber dies macht sie doch so interessant. Genau das? Ich verstehe euch nicht. Ich habe tatsächlich 20 von ihnen. Ich bemale sie zu Hause. Dann sind sie nicht so holzfarben, sondern man kann hier drei Straßen weiter. Dort gibt es einen Laden, da kann man rote, blaue oder auch andere Farben kaufen. Sie werden dann gewonnen aus, teilweise aus Blattwerk oder so oder aus zerstampften Beeren. Und damit kann man sie sogar bemalen. Oh ja, ein guter Freund von mir hat das auch mal gemacht. Der hat auch ganz viele kleine Elfen geschnitzt und sie sich in den Garten gestellt. Gartenelfen waren das. Ich glaube nicht, dass ich euch verstehe, Freund, aber ich will wohl über eure Worte Nach nachdenken. dem ersten Becher Wein werdet ihr genau wissen, ihr solltet das Leben genießen. Es gibt nichts Schöneres, als dort oben auf dem Hügel zu sitzen. Er deutet dabei einmal die Straße runter in Richtung Goldacker, da wo Selindianhals großer Palast aufragt, beziehungsweise du dann auch sitzt. Wenn ihr dann oben auf einem der Balkone sitzt, euch der Wind um die Haare weht und ihr so ein leichtes Säuseln hört, dann mit einem Wein dort sitzen, die Sonne geht unter, es gibt nichts Schöneres. Ihr beschreibt es seltsam menschlich, und doch klingt es irgendwie in mir wieder. Verzeiht mir, darf ich einmal? Du kannst merken, wie wohl ein Gedankenbild gegen dich gegenstößt und so versucht an dir vorbeizukommen. Öffnest du deinen Sieht Geist? er irgendwie shady aus? Oder habe ich irgendeinen Grund, diesen Elfen zu misstrauen? Menschenkenntnis. Ist nicht erschwert, gleiche Rasse. Doch, ist so um Also drei erschwert. ich würde sagen, schweren ist Ein nö. Erschwert, ja. Er scheint mir vertrauenswürdig. Ich lasse den Zauber rein. Ja, er zeigt dir ein Bild von ihm selber, wie er wohl oben auf der Arena sitzt, das Wagenspiel begutachtet, wieder unter ihm mehrere Streitwagen entlang rumpeln, mit vielen verschiedenen Pferden angebunden und er da wohl gemeinsam mit,
Das werden wohl 10 Elfen sein, die da wohl neben ihm sitzen und sie trinken Alkohol. Beziehungsweise Wein, Bier, essen einige, sind das Kekse? Irgendwelche Backwaren. Du spürst diesen Geschmack, der mitschwingt und dieses leicht benommene Gefühl, was da wohl mit in diesen Bildern liegt. Diese Gedanken, diese Erinnerungen, die mitschwingen. Und du hast so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt ein Wein. Und dann hört das Bild auf. Er legt dir wieder seine Hand auf die Schulter. Willkommen in Punin, mein Freund. Willkommen in Punin. Danke, Freund. Wenn du dich umdrehst, gemeinsam mit Boltax, kannst du wohl... Es ist dir gerade eben nicht aufgefallen, aber das Lied ist ein bisschen leiser geworden. Das Sippenlied, was aus dem Reichsforst zu dir rüber schwebt. Ich sehe mich etwas auf der Straße um. Dann wandert Mandarion ein wenig benommen weg, um Schnitzwegeon zu kaufen. Und Farbe. Gut, was machen die anderen dabei? In jeden Laden reingehen, nochmal zurück zur Klarstellung, wird in jeden Laden reingehen, genau einen Dukaten hinhalten, sagen, was er möchte. Diese Dukaten sind im Übrigen alle von irgendwem geklaut. Ja, ist okay. Was wollen die anderen tun? Aber mir. Ich würde, wenn wir in der Villa ankommen, Isarun beiseite nehmen und sie um ein Gespräch auf der Terrasse bitten. Natürlich. Setzen wir uns hinaus. Es ist ja schön genug. In der Tat. Wir sollten reden. Das sollten wir wohl. Wie fühlt ihr euch denn nun? Fühlt ihr euch etwas besser? Heute Morgen wart ihr, um ehrlich zu sein, ihr machtet einen etwas verlorenen, wenn nicht gar verwirrten Eindruck auf mich. Nun ja, verloren ist wohl der richtige Ausdruck dafür. Aber ich denke, ich bekomme das in den Griff. Wie ihr wisst, ihr wart ja dabei, als ich aus der grauen Gilde des Geistes nun ja herauskomplimentiert wurde. Es ist eine schwere Zeit. Aber. Für wahr. Nun ja. Ich schloss mich der Schwarzen Gilde an. Die Gründe hierfür sind nicht wichtig. Aber ich kann euch versichern, ich bin der gleiche wie zuvor. Nun, das hoffe ich doch. Um ehrlich zu sein, ihr habt mir ein wenig Angst gemacht heute Morgen. Das klang überhaupt nicht nach euch. Nun ja, ich war, wie gesagt, noch etwas angeschlagen, könnte man sagen. Aber das geht vorbei. Ich glaube wohl, dass es eine sehr schwierige Zeit ist für euch und auch ein gewisser Schock. Nun, ihr wart sicher ein wenig vorgewarnt, dass so etwas passieren könnte durch die vergangenen Ereignisse, aber trotzdem ist es ja keine alltägliche Situation. Ich kann es natürlich nicht gutheißen, dass ihr der Schwarzen Gilde beigetreten seid. Allerdings aus rechtlicher Sicht muss ich sagen, es macht natürlich durchaus Sinn, wenn ihr weiterhin den Schutz genießen wollt, den die Gildenmagier in zivilisierten Gebieten genießen. In der Tat. Man sollte so etwas nicht unterschätzen. Selbst die Schwarze Gilde. Nun ja, in gewissen Landstrichen genießen sie noch ein gewisses Ansehen. Und ich hoffe, das gereicht uns zum Vorteil. Ich wollte euch nur versichern, dass ich nicht vorhabe, in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder in der Gegenwart irgendetwas zu tun, was nun ja Zwist zwischen uns bringen könnte. Das weiß ich sehr zu schätzen, Abelmir. Vielleicht können wir einmal gemeinsam in den Tempel der Hesinde gehen und die weise Herrin um Unterstützung bitten. Ich halte es mehr mit dem Herrn Nandus, aber nun ja, Hesinde wird es schon richten. Auch für ihn wird sich sicherlich ein Schrein im hiesigen Tempel finden. Nun dann, jetzt gilt es nur noch, Jarlan zu überzeugen. Das wird eine wesentlich schwerere Aufgabe, fürchte ich. Nun, Abelmir, seht es als Herausforderung zu beweisen, dass nicht alles an der Schwarzen Gilde schlecht ist. Alles, was ich bisher erlebt habe, ist sehr schlecht. Vielleicht könnt ihr das Bild ein wenig ändern. Nun ja, ich versichere euch, dass die Schwarze Gilde... Nun ja, sie hat
gewisse Elemente, die nun ja verdorben und schlecht sind, aber nicht jeder Schwarzmagier ist ein Dämonenbeschwörer oder ein Nekromant, das versichere ich euch. Das würde mich auch sehr enttäuschen, solltet ihr euch als solch einer herausstellen, aber bisher wirktet ihr nicht so abel mir und bitte tut mir das niemals an. Nun, ich hoffe, ich werde euch nicht enttäuschen in der Zukunft. Nun, lasst uns hier wieder hineingehen, sonst geht das Getratsche wieder los. Ihr wisst schon, Kiaras und Rafim haben ein gewisses loses Mundwerk bei bestimmten Sachen. Ja, sie werden mit Sicherheit versuchen, euch nach Al-Anfa zu lotsen. Nun ja, Al-Anfa ist keine schlechte Wahl für meinesgleichen. Wirklich? Ist es nicht eine sehr verdorbene Stadt? Nun ja, die Akademie weniger. Sie ist eine Stadt in der Stadt, könnte man sagen. Ich verstehe. Also ein wenig von den politischen Geschehnissen abgeschlossen? Nun ja, das würde ich nun nicht behaupten. Die Granden haben ein gewichtiges Wort beim Lehrplan mitzureden, aber der Dekan probiert es, möglichst die Granden herauszuhalten. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Es gibt noch viel zu tun. In der Tat, in der Tat. Nun, lasst uns wieder hineingehen. Jawohl. Gut, machen wir weiter mit Kiaras und Rafim. Also, Corinor, was machen wir denn da jetzt? Du meinst bei diesem Fest, oder? Ja, sonst gammeln wir doch nur in dieser Kackstadt hier. Ich hab mich übrigens umgekehrt. Ja, wir warten noch auf unsere gute Teller. Wenn sie bereit ist, können wir endlich wieder aufbrechen und... Ach, ich habe keine Ahnung, wo wir als nächstes hin müssen. Ja, gut. Ja, gut. Was haben wir alles noch auf dem Plan? Wir müssen noch rausfinden, was das mit dem Kompass auf sich hatte, den du auf der Hand hattest. Ja, da kümmern wir uns schon drum. Wir müssen rausfinden, wie wir diesen verdammten Namen von dem dämlichen Drachen rausfinden. Oh, das machen wir schon. Und, ja, das war's eigentlich schon. Wir müssen diese beiden Sachen machen. Das siehst du, das klingt doch gar nicht so schwer. Ich habe mir übrigens eine ganz schwarze Robe machen lassen. Oh? Ich habe gedacht, dann sehe ich unheimlich aus. Noch unheimlicher? Ja, also. Und eine Elefantenmaske. Einen schwarzen Elefanten. Ich glaube, das wird sehr eindrucksvoll. Ja, ich glaube auch nicht, dass die ganzen feinen Damen bei deinem Anblick bloß schon umfallen. Das wäre zwar eine neue Entwicklung, aber das würde ich jetzt nicht ganz schlecht finden. Ja, das glaube ich dir. Nun, ja, dieses Fest. Nun, ich weiß nicht wirklich, was da auf uns zukommt. Also wir sollten nicht unsere Waffen abgeben und im schlimmsten Fall bereit sein, immer alle umzubringen. Also, wie immer, eigentlich. Im schlimmsten Fall, ja, wird das passieren. Im besten Fall finden wir einfach heraus, was die wollen und dann machen wir uns den Weg. Bring schon wen um, oder? Vielleicht, ich weiß es nicht. Na gut, na gut. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt die nächsten beiden Tage nicht mehr so viel vor. Ich muss noch mal mich zu Boltax setzen. Der bringt mir bei, wie man seine Gedanken fokussiert, dass man nicht verzaubert wird. Das ist sehr interessant. So wie das funktioniert. Oh, wirklich? Ja, man muss immer die ganze Zeit ein bisschen an die Armbrust denken. Dann ist man schwieriger zu verzaubern, weil der andere, wenn er dann in deinen Kopf guckt und dich verzaubern will, dann sieht er auch die Armbrust und dann ist es schwieriger, dich zu verzaubern. Also so hat er es erklärt. Oh je, die Armbrust. Ja, ich musste solche Aufgaben oder Übungen in meiner Kindheit schon oft machen. Ja, meinst du, das würde sehr viel helfen? Das tut es tatsächlich, aber es ist ewig langweilig. Aber Boltax hat gesagt, das wäre wichtig. Wir sollten unbedingt noch mehr trainieren. Außerdem weiß ich jetzt viel mehr über die Armbrust. Ach, diese elende Armbrust. Ich kann diese Geschichte echt nicht mehr hören. Ach doch, ich übe sie gerade noch mal in meinem Kopf. Es ist jetzt sehr wichtig. Ich habe überlegt, weil wenn ich verzaubert werde, ist das bisher immer schlecht für mich ausgegangen. Glaube ich. Ja, das ist immer schlecht für mich ausgegangen. Ja, dafür sind ja... Wir haben schon so viele Magiekundige dabei uns und trotzdem werden wir so oft verzaubert. Aber wir bräuchten mal irgendwas, womit man weniger verzaubert wird. Aber Boltax hat gesagt, wenn man genug über die Armbrust nachdenkt und über die Pilzzucht, dann wird man nicht mehr verzaubert.
Ich vermisse die guten alten Zeiten, wo man nicht mehr ständig verzaubert wurde. Naja, ein Drache noch, vielleicht können wir dann endlich heimkehren. Das ist richtig. Wollt ihr euch bei unserem Training beteiligen? Es ist ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, aber es soll helfen. Ja, ich denke schon. Ich habe nichts Besseres zu tun und ich kann mich auf Gebete konzentrieren. Gut, was mögt ihr die nächsten 2 Tage machen? Am nächsten Tage, wie gesagt, um 12, wenn ihr selbst dort nicht aufschlagen wollt, würde auch ein Bote, ein Diener mit euren Sachen vorbeikommen. Das heißt, die Kleider und auch die Masken, die dann extra für euch gefertigt worden sind, sind quasi noch warm vom Nähstuhl. Und Frage an euch, irgendwas gemeinsam noch machen, irgendwelche Recherchen, die ihr anstellen mögt, oder wollen wir bis zum nächsten Tage dann springen, wenn die der Maskenball beginnt? Naja, ich würde ihnen halt noch versuchen, die Geistesübung beizubringen. Mhm, klar. Mit ihnen zu üben, ihnen immer wieder Ansporn geben. Und jetzt an die Armbrust denken. Und jetzt an die schönen Pilze denken. Und jetzt ein bisschen Zeit. Nehmt euch Zeit, trinkt ein Bier und dann von vorne. Und an die Armbrust denken. Und an die Pilze denken. Und ausruhen. Gut, das heißt, du möchtest ihnen den eisernen Willen vermitteln. Genau. Gut. Noch irgendwas? Mit Gedankenübungen und dann später auch mit praktischen Übungen. Ja, kann man teilweise auch sowas wie ein Blitzdichtfinte oder so sprechen, dann auf Rafim oder auf Kieras, sodass sie dann, ein bisschen blind im Haus rumtorkeln oder draußen dann im Hinterhof auf dem Rasen. Also, wenn ihr spürt, heißt das, ihr seid noch zu schlecht. Weitermachen! Boltox, kannst du das mit diesem Blitz da öfter machen? Ich glaube, das ist gutes Training. Ich bin jetzt nicht so gut im Blitz. Warte mal, wer könnte denn sowas? Isarun! Blitz, hell, Isarun. Ich such mal Isarun. Ja. Macht Abelmir das nicht ständig mit unseren Feinden? Abelmir! Isarun! Ja? Wir brauchen eine Kompetenz. Wir brauchen ihr das mit diesem Blitz da. Also, was? Gibt es Feinde? Nein, auf mich. Ich habe mir gedacht, wenn ich das übe und dann werde ich mal wirklich vom anderen geblitzdings, dann bin ich viel besser vorbereitet. Ich habe den beiden das beigebracht, wie man seine Gedanken stellt und nun sich fokussiert und eine mentale Barriere aufbaut. Aber muss die Armbrust denken. Jetzt müssen wir natürlich testen, ob mein Training erfolgreich war. Und deshalb dachte ich, wer sind die beiden besten Blitzzauberer hier im Hause? Natürlich Abelmir und Isarun. Ja, das ist ein löbliches Vorhaben. Da helfe ich gerne. Wunderbar. Ich werde zuschauen und mir diesen Spaß nicht entgehen lassen. Wirklich? Wolltet ihr nicht schon mal gerne einen Rafim blitzen oder so? Nein, ich betrachte Rafim als einen guten Freund. Natürlich ist er das, aber er muss es ja lernen. Nun ja, dann sollte er vielleicht lernen, eher einem Ignifaxus auszuweichen. Und das machen wir morgen. Ach, es geht doch aber darum, den Geist gegen Magie zu stählen. Richtig. Bojack sagt, man muss nur an die Armbrust denken und an die Pilze. Genau. Die Pilze. Dann schreitet voran. Ich werde mich erstmal zurückhalten. Nun ja, stellt euch mal bitte darüber. Räumt doch mal bitte diese Sachen aus dem Weg, damit ihr nicht darüber stolpert. Ja, warte. Und Rafim räumt die ganze Terrasseneinrichtung zur Seite. Wirf's mal Fingerfertigkeit. Liegt nur zur Seite, es ist nicht zerstört. Genau, der Weinkrug. Ich bin bereit. Und Rafim nimmt eine Kampfhaltung ein. Gib's mir. Nun gut, hier das kommt er. Das könnte man so falsch verstehen. Oculus Orbatus Sis. Oh, und dann schmeißt Rafim seinen neu gelernten eisernen Willen ran. Pilze und Armbrüste, ja. Die Magieresistenz von Rafim ist 7 plus 3. Ja, ist 10. Das wird nichts helfen. Schauen wir mal. Ich glaube, die ist möchte auf 20. Kiaras gleichzeitig mitmachen, ja oder nein? Ja, natürlich. Ah, Carino, wir beide. Aber mal, was Kiaras als MR hat. 5 plus 3. Also Rafim mit der 10 ist der höhere. Ist klar. Ihr Luschen, kommt mal auf Jardans Level. Auf Boltags Level. Wollte gerade sagen. Bin dabei. Von 1 bis Boltax geht die Skala. Ich verstecke mich die ganze Zeit hinter Isarun, das funktioniert schon. Guter Zauber. Oh! Oh! Ah. Oh.
Das ist aber... Oh, ihr müsst euch mehr konzentrieren. Mehr an die Armbrust denken. Diaras, ich hab's genau gesehen. Du hast gezwinkert. Oh, ja, die Armbrust, die Armbrust. Okay, Keras, seht ihr auch so viel wie ich? Absolut, absolut. Wo okay. bist du? Wo bist du? Wir machen das. Und also das war schon mal gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich konnte schon euren Widerstand ein wenig spüren. Oh, okay, sehr gut, Keras. Du musst jetzt gleich ausweichen, ja? Dann schlage ich jetzt in deine Richtung. Wo bist du überhaupt? Konzentriert euch! Ich glaube links von dir. Nun machen wir erst einmal eine kurze Pause. Ja. Hier bin ich! Und ich versuche Keras zu finden, um jetzt unsere Rauferei auszutragen, während wir geblendet sind. Ich schiebe unauffällig einen Pott mit einem Busch oder so etwas aus dem Weg. Also, ja, das ist alles gar nicht so einfach. Ich verstehe, warum unsere Gegner nichts mehr getroffen haben. Das ist echt stark. Zum Glück haben unsere Gegner das noch nie gemacht. Ja, das ist richtig. Oh, das hört ja gar nicht auf. Oh, wie lange hält das? Nun schon eine Weile. Vielleicht setzt ihr euch einfach mal auf die Bank dort drüben. Ja, ein wenig nach links. Nicht so weit. Voltax, helft ihr mal? Ja, ja. Dieses links. Das ja. links. Ich glaube, ich habe die Bank gefunden. Carino, hier hin! Ja, ich komme. Aber mir, während du deinen Gefährten zusiehst, wie sie im Garten eures Palazzos umher irren, kannst du wohl erkennen, wie sich eine weitere Gestalt dem Hinterhof nähert. Mit einer grünen Robe. Es handelt sich dabei wohl um den Draconiter Asavo Hitzcock vom See. Nick dir zu. Euer Gnaden? Geistesübung, sehr interessant. Eine gute Idee. In der Tat. Nun, was können wir für euch tun? Für euch, ich hatte eigentlich eher eine Frage, die ich an die hohe Dame von Spurgelsen richten wollte. Sie ist dort. Ich wollte die Übung nicht stören, aber wenn sie gleich ein freies Ohr für mich hat, dann würde ich sie doch gerne etwas fragen. Nein, ich fürchte, die Übung ist schon vorbei, bevor sie begonnen hat. Ja, unglücklicherweise haben sie sich nicht genug auf die Armbrust konzentriert. Ihr versteht es ja sicherlich, euer Gnaden. Voltax, ich muss dir was beichten. Ja. Ich habe nicht an deine Armbrust gedacht. Siehst du, genau das ist der Fehler. Die Armbrust muss sich einbrennen in deinen Geist. In deinen Geist muss sie sich einbrennen. Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Aber mir, los, versuch den Blitz bei mir. Und ich werf meinen eigenen Willen an. Nun gut, wenn ihr es unbedingt wollt. Genau, wir lösen einander jetzt einmal ab, Abelmir. Ich lass mir Zeit. Wow, Voltax. Mach mal den eisernen Willen dann. Ja. 18 oder was? 18, genau. Du kannst dir beim Blitz keine Zeit lassen. Ach so, stimmt, ja, stimmt. Das erklären wir dir erst zum 5. Mal. Er versucht das immer wieder. Ich flüster unterdessen Raffin zu. Ich habe an Reyas Hintern gedacht. Sag mal, siehst du irgendwas? Auf den Voltax ist schon getroffen. Nein, gar nichts. Ich auch nicht. Ich rufe dabei. Wollen wir Blindkampf üben? Imgiri Tuvash Tulamok. Was? Hast du schon gezaubert? Abelmir, mach schon. Ich habe den Zauber gezaubert. Euer Wille ist stärker als mein Zauber. Aber natürlich ist er das. Genau, weil ich an die Armbrust gedacht habe. Seht ihr, Kiaras, mehr an die Armbrust denken. Ich sehe gar nichts. Armbrust. Hast du gut gemacht. Was hat er gemacht? Der gelehrte Herr zaubert auf Zayat. In der Tat. Das scheint eine neue Angewohnheit zu sein. Euer Gnaden, wie kann ich euch helfen? Ich hatte nur eine einfache Bitte an euch. Und zwar, wenn ihr euer eigentliches Ziel in Bunin kenne ich nicht, aber wenn ihr noch bis morgen Abend hier seid, würdet ihr mich eventuell auf einen Ball begleiten? Tatsächlich gehen wir bereits auf einen Ball. Ist das möglicherweise der gleiche? Ihr seid bereits eingeladen. Nun ja, über Ihre Gnaden Carinor hier. Ja? Ach so, ja. Du siehst, wie er tatsächlich sehr verwundet aussieht. Das ist gut. Wie gesagt, ich hätte euch sonst einfach als Begleitung mitgenommen. Man kommt ja sonst nicht dazu, mit einer Heldin von Garetien auf einen Tanzball zu gehen. Und wenn ihr sowieso am Abend nichts vorhättet, dann siehst du, wie er wohl so ein bisschen rot wird. Ich bin mir sicher, dass meine Gefährten auch einmal einen Abend ohne meine dauernde Begleitung auskommen können.
Wenn ihr möchtet und würde ich euch gern begleiten, ja? Das freut mich. Gut. Es handelt sich dabei um einen Maskenball. Ich war mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob ihr so etwas wie eine Garderobe bräuchte. Sicherlich nichts. Reisegewand würde auch ausreichen. Oder wenn ihr euer Konventsgewand habt, ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr mit euch führt, aber eine Maske von Praios oder Jacinde kann ich euch ebenso stellen. Wir haben noch einige bei uns im Tempel. Nun, das ist jetzt ein sehr lustiger Zufall. Tatsächlich waren wir gerade Kostüme bestellen und ihr werdet es nicht glauben, was wir uns als Thema überlegt haben. Drachen? Stillen? Drachen? Ja. Drachen, dann habe ich euch vielleicht am gestrigen Tage doch etwas mehr vielleicht überrollt, wenn ihr jetzt nach Drachen bestellt. Aber habt ihr einen Schneider gefunden, der tatsächlich noch etwas Zeit hat? Ja, der Herr Carinor ist sehr charmant und es scheint mal wieder gewirkt zu haben. Ja, dann könnt ihr tatsächlich mit einer Drachenmaske auflaufen. Ich selber habe mich für die Herrin Jacinde entschieden. Nichts Einfaches, aber ich dachte mir, die werden sowieso alle wissen, wer ich bin. Ja, wahrscheinlich schon, aber das gefällt mir. Ich freue mich sehr. Wollt ihr mich dann abholen oder fahren wir alle gemeinsam? Ja, sehr gerne. Ich kann euch mit einer Kutsche abholen, wenn ihr mögt. Es ist mit der Kutsche zwar nur 10 Minuten, aber leicht nördlich von Punin. Ihr wisst es sicherlich auch, wenn ihr die Einladung gesehen habt. Ja, tatsächlich wusste ich das gar nicht mehr, aber ja, gerne. Ich werde bereit sein. Ausgezeichnet. Dann hole ich euch gegen, sagen wir, zur 19. Stunde des Tages ab und ausgezeichnet. Ja, du siehst, wie er wohl wieder so ein bisschen rot wird, und aber sich sichtbar freut. Tanzen mit einer Heldin. Seid ihr vertraut mit dem Tanzen oder soll ich euch vorher noch etwas beibringen? Nun ja, zuletzt habe ich auf dem kaiserlichen Turnier zu Gareth getanzt. Oh. Ja, ausgezeichnet. Dann seid ihr ja vorbereitet. Davon gehe ich aus. Ich werde euch nicht auf die Füße treten. Verbeugt sich wieder spielerisch vor dir. Dann sehen wir uns morgen zur 19. Stunde. Ich freue mich. Und ich mich. Damit dreht er sich schwungvoll um und mit einem letzten Blick über seine Schulter schaut er noch einmal Rafim zu, der da gerade blind durch die Gegend stolpert, und Boltax, der ihm wieder erklärt, dass er an die Armbrust denken muss, und geht dann. Isarun versucht sich ein Grinsen zu verkneifen, als er sich wieder zu den anderen Helden umdreht. Also Boltax, ich sehe gar nichts! Ja, gar nichts! Konzentrier dich! So wie Isarun, die hat sich gerade mit dem sehr netten Kakunita unterhalten. Warum ist der denn jetzt schon wieder gegangen? Was wollt ihr denn? Isarun, habt ihr den Drakonita rausgeschmissen? Was? Nein, wir haben besprochen, was er besprechen wollte. Ach so. Ja, wahrscheinlich ging es um Drachen. Er ist Drakonita. Ja. Zu einem geringen Anteil? Wie lange Anteil? Geht das noch so weiter? Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber eigentlich finde ich Sehen ganz positiv. Es sollte bald aufhören. Vielleicht noch ein Minütchen oder zwei. Wunderbar. Aber beim nächsten Mal, da kriege ich euch. Da denke ich viel mehr an die Armbrust. Das ist sehr löblich. Sehr löblich, ja. Rafim. Siehst du, Kiaras, du kannst ein Beispiel an Rafim nehmen. Ja, ich werde mich viel, viel besser darauf konzentrieren, was ich sehe. Nein. Nicht an die Armbrust und Pilze musst du denken. Natürlich, an die Armbrust. Mach aus deinem Geist eine Mauer. Wie als hätten sie Zwerge gebaut. Vielleicht hilft dir das. Ah, das Gegenteil was von dem, was sie bei dem Drachen gemacht hat. So vergeht die Zeit.